Willkommen zurück, willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video mit Neuigkeiten der Woche ist ja wirklich überraschenderweise sehr gut angekommen. Ich dachte mir so, es ist jetzt wieder ein oder zwei Wochen vergangen. Es gibt so zwei, drei Neuigkeiten, die ich euch gerne, wo ich euch gerne mitnehmen möchte. Ihr seht es auch im Hintergrund stehen, mein Stinger steht hier auch schon. Und ich würde sagen, alles zu Neuigkeiten der Woche, alles, was so die Woche passiert ist, in diesem Video. Bleibt dran, los geht's. Ja, ihr seht es, mein Stinger steht im Hintergrund und ihr seht diesen riesigen Berg von Versiegelungen, also hoffe ich zumindest mal, dass man das erkennt. Also es ist in der Tat, ist das wirklich extrem, extrem viel. Also die ganze Woche war eigentlich so ein richtiges Schlachtfest. Auf dieses Fahrzeug sind gefühlt 20 Beschichtungen draufgekommen, die wir alle in einen Langzeittest nehmen. Wollen wir mal gucken, wie die Performance sich schlägt. Nicht nur natürlich für euch, sondern auch für mich. Super spannend und super interessant und da wollte ich euch einfach einmal mitnehmen. Wir haben auf der Scheibe, habe ich jetzt einen Glasversiegelungsvergleich aufgebaut. Nanolex Ultraglas versus Vitro Hydro, das ist hier, versus Max Protect UGC. Liegt daran, das sind alles End-Consumer-Geschichten, deswegen habe ich mich für das Vitro Hydro entschieden. Weil man Ultraglas, Vitro Hydro und Max Protect UGC frei erhältlich bekommen kann. Das sind alles sehr einfach anzuwendende Produkte und ich möchte einfach mal gucken, wie die sich schlagen und vor allem, wie sich eine Einschicht-Glasversiegelung im Vergleich zu Versiegelungen schlägt, die in bis zu drei Schichten möglich sind. Und genau das haben wir auch getan. Wir haben hier auf den Stinger die maximalschichtige von drei Schichten aufgetragen. Auch in einem etwas anderen Vorgehen, wie ja, Surfaces es empfiehlt, wird auch tatsächlich mehr ein Tutorial als ein Vergleich. Also bleibt da auf jeden Fall am Ball, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann habe ich auf den Stinger in den direkten Vergleich die Sonax CC Evo und das CC One mit aufgenommen. Deswegen stehen hier auch beide Packungen auf der Haube halbiert und auf den kompletten Seiten vom Fahrzeug. Habe ich die CC Evo mit Basecoat und die CC One Standalone aufgetragen. Wir gucken einfach, wie sich die neuen, ich sage bewusst neu, ist ja erst seit einem Jahr auf dem Markt, die neuen Sonax-Versiegelungen gegeneinander schlagen. Und ich kann euch schon hier versprechen, bemerkenswerte Ergebnisse. Also ich muss wirklich sagen, auch jetzt, nachdem ich es auf drei oder vier Fahrzeugen drauf habe, überraschend mega gutes Produkt. Die CC One verarbeite ich mittlerweile immer lieber. Wirklich. Also ich denke, dass wir dieses Jahr einschlagen wie eine Bombe, wenn es ein paar Leute mehr verarbeitet haben. Genauso wie aber auch die CC Evo. Ihr wisst das, ich bin ein großer Fan von den beiden Produkten mittlerweile und kann diese Produkte bedenkenlos empfehlen. Aber gut, haben wir auf jeden Fall auch in den Langzeittest mit aufgebaut auf den Stinger. Bin gespannt und freue mich schon mega auf die erste Wäsche. Dann auf die Felgen Code Rims. Gegen Art Design, das Wheel Coating, bin ich mal gespannt. Code Rims, wissen viele, ist eigentlich so die einzige wirkliche Felgenversiegelung, die ich bei mir im Portfolio anbiete, auch in der Aufbereitung. Es liegt daran, dass ich selber auf meinem Fahrzeug mit diesem Produkt eine Erfahrung von 2 Jahren auf dem eigenen Fahrzeug gemacht habe und ich daher mit diesem Produkt auch zufrieden bin. Also weil ich weiß, dass es diese 2 Jahre gehalten hat und daher habe ich einfach für mich selber diese Langzeiterfahrung und bin mit dem Produkt auch einfach zufrieden. Handauftrag oder auf Lackieren, beides problemlos möglich. Und ich habe mir gesagt, wisst ihr was, wir nehmen das Art Design, wie ich es im Art Design Video versprochen habe, auf jeden Fall auch mit dazu und gucken, wie es sich einfach schlägt. Gut, dann, wie gesagt, Vitro Hydro Plastic Coat auf alle Kunststoffteile am Auto aufgebracht, den ganzen Motorraum, die ganzen Geschichten, die ganzen Luftanlässe, ist alles mit Plastic Coat einmal überzogen. Werden wir auch beobachten, wie es sich schlägt. Dann habe ich hier auf der Heckklappe einen kleinen Vergleich gemacht. Code Ultima, die neue Formulierung, machen wir auch so ein kleines Tutorial zur Anwendung, worauf es ein bisschen so zu achten gilt, weil viele sich ja immer beschweren, dass es irgendwie schwieriger anzuwenden ist, was ich persönlich so nicht bestätigen kann. Man muss nur einfach auf 2, 3 Sachen achten. Dann ist auch das neue Code Ultima sehr einfach in der Anwendung. Und vor allem werden wir auf der Heckklappe hier vergleichen, wie sich eine Schicht mit 2 Schichten und 3 Schichten unterscheiden. Sprich, auf dieser Haube ist Code Ultima in einer Schicht, in 2 Schichten und in 3 Schichten. Und da gucken wir einfach mal, wo der Unterschied liegt bei so viel Schichtdicke auf dem Fahrzeug.
Also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall sehr spannend, was wir hier auf das Fahrzeug drauf gemacht haben. Ist aber tatsächlich noch nicht alles, denn ich will es jetzt noch nicht zu viel anteasern, aber ich hatte es ja schon einmal gesagt, unter Reflected werden zwei Versiegelungen rauskommen im Verlauf dieses Jahres. Das ist einmal eine Einstiegsversiegelung und einmal eine Einsteigerversiegelung für jeden anzuwenden und eine bombastische Hydrophobie. Hohe Lackglätte und wie gesagt einfache Anwendung zu einem fairen Preis. Und es wird aber auch eine für nur Gewerbetreibende geben. Es liegt daran, dass hier die Anwendung tatsächlich schwieriger ist, als man denkt. Man kann damit auch wirklich, ich will nicht sagen kaputt machen, aber es ist schon schwierig. Nicht schwierig, wenn man weiß, wie es geht, es ist einfach, aber es ist nichts für einen Endanwender, das muss man einfach so sagen. Fokus liegt hier einfach auf Standzeit, Maximum chemische Resistenz und eine gute Hydrophobie. Die Produkte sind hier, das einmal End-Consumer-Produkt ist das neue Sunlight und das gewerbliche Produkt ist Moonlight, also das sind tatsächlich die Namen, geil, oder? Passt irgendwie auch zu Reflected, also namensmäßig, denke ich, spricht sich das ganz geil. Haben wir hier auch auf den Langzeittest mit aufgebaut. Wir werden einen Teil von der Haube habe ich mit beschichtet jeweils und die Kotflügel. Warum die Kotflügel? Weil die Kotflügel direkt hinterm Vorderrad sind und mitunter die am meisten beschossensten Bauteile sind. Also wenn die Produkte hier halten, dann kann ich mir sicher sein, dass sie am ganzen Rest vom Fahrzeug auch halten. Und auf der Haube hat man einfach noch diese gerade Fläche, wo man auch noch Hydrophobie sehen kann, sprich, wir haben eine gerade Fläche, wir haben senkrechte Flächen und dazu noch stark beanspruchte Flächen. Ich denke, das ist hier auf jeden Fall vernünftig, die da mit reinzunehmen. Diesen Test mache ich auch eigentlich mehr für mich selber. Ihr werdet zwar sehen, wie die Produkte sich verhalten, aber werde dazu mich nicht viel äußern. Der Test ist eigentlich wirklich nur für mich, um wirklich final sagen zu können, dass die Produkte halten und funktionieren. Ich habe es versprochen, ich werde auf diesem Kanal da nicht für Reflected, also megamäßig viel Werbung machen. Das bleibt auch so und ich denke, ich habe das auch bisher sehr fair umgesetzt. Vom Final Touch hört man hier auf dem Kanal eigentlich weniger, wie ich eigentlich Werbung machen sollte. Also eigentlich gar keine, denn ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, dass, wie das bei mir so läuft. Gut, wie gesagt, die Produkte werden im Verlauf des Jahres kommen. Seid gespannt, freut euch schon mal, ist alles noch nicht ganz final. Ich meine, ein paar Autos fahren zwar schon rum, aber man will ja sicher sein, dass es alles funktioniert. Gut, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, denn ich habe ein Paket bekommen, was wir die nächsten Tage auch testen werden. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Also, würde ich sagen, next one. Next one, jetzt muss ich aufpassen, dass mir nicht alles runterfällt. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was hingestellt, und zwar ist das ist ein bisschen komplexer zu erklären vielleicht, also Instagram ist sich gewünscht worden, dass ich mir zwei, drei Produkte von der Marke Puris mal angucke. Ist durch Zufall entstanden und über diesen Umweg hat mir Puris dann auch quasi dieses Set hier zugeschickt bekommen. Will ich vorneweg einmal kurz sagen, also ich habe für dieses Set jetzt nichts bezahlt, das haben sie mir jetzt zum Testen so einmal zugeschickt. Ich wusste auch nicht wirklich, was darin enthalten ist. Aber nichtsdestotrotz, alles, was dann videomäßig hier präsentiert wird, wird meine ehrliche Meinung sein. Wie gewohnt, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich sage das jetzt nur an dieser Stelle Fairness halber, aber ich denke, das ist an dieser Stelle nicht nötig. Wie gesagt, in dem Set enthalten, die haben mir so ein bisschen so Sachen zum Bemustern geschickt. So eine kleine Probe mit einem Autoshampoo mit Versiegelungseffekt. Denke ich, werden wir uns mal bei der nächsten Fahrzeugwäsche mal angucken und schauen, inwieweit das versiegelt oder generell, wie sich dieses Shampoo ist. Ist im Prinzip für eine Einmalanwendung, das heißt A61 Detox Wash and Seal auf 10 Liter, 15 bis 30 ml, sprich auf einen 20 Liter Wascheimer kann man diese 50 ml auf jeden Fall reinknüppeln. Dann war hier eine Politur, das ist die Ultra Finish Polish A15. Habe ich hier im Stinger tatsächlich auch schon benutzt. Ging sehr angenehm, habe mich positiv überrascht. Eine schöne Politur, werden wir aber auch ein paar Mal öfter sehen. Es sind nämlich 236 ml hier drin und die dauern, bis sie leer werden. Ich muss hier vorneweg sagen, viele kennen vielleicht Puris über Instagram. Ich selber habe noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit der Marke. Muss aber sagen, also die Optik und die Aufmachung, das hat schon Stil. Ne? Also sieht schon vernünftig aus. Das gesamte Design
sieht wertig aus, sieht sehr stimmig aus und dieser grüne Look, grün, also ist ja ne, Logo grün, zieht sich auch durch alle Produkte einmal durch. Wie gesagt, eine Ultrafeinpolitur und eine Extreme Compound in so einer Spritze hier. Das sind drinne 100 ml, kann man wahrscheinlich so richtig schön spritzen. Cut steht hier 10+, also von der Skala von 1 bis 10. 1 ist Gloss, 10 ist Cut und das steht hier mit 10+. Ja, bin ich auch schon gespannt. Steht auch nicht so viel drauf. Egal, ich habe eine Anleitung mit den Produkten dazu bekommen. Wie gesagt, bei der Cut-Politur werden wir auch testen. Da will ich mal gucken, dass ich entweder mir eine Schrotthaube hole, die total zerdengelt ist, wo man auch mal nass schleifen kann, nicht unbedingt auf Gisela. Und dann will ich mal so ein bisschen Schliffe setzen und einfach mal so die aktuellen Cut-Polituren in Vergleich mit reinnehmen. Wer von den ganzen Polituren so ein 1000er oder 800er Schliff am ehesten beseitigt bekommt, beziehungsweise wo die wenigsten Spuren noch in der Haube sind. Also irgendwie sowas könnte ich auch schon mal drauf freuen. Dann die A60 Silica Politur ist tatsächlich wohl ein Primer für Beschichtungen. Ihr wisst selber so, ich versuche, also man kann Essence, CarPro Essence verwenden, wenn möglich, aber versuche ich es zu vermeiden, keinen Primer zu verwenden. Das ist mehr, finde ich, eine Notlösung als zielführend, weil ich mir einfach der Meinung bin, dass ich zwischen Beschichtung und Zwischenlack immer eine Trennschicht dazwischen habe. Wie gesagt, man kann es machen, wenn ich empfindliche Lackierungen habe. Generell würde ich aber eher sagen, versucht es erstmal mit Entfetten, guckt, dass ihr ans Ziel kommt. Und wenn man so ein bisschen mit den ganzen Entfettern spielt, kommt man auf jeden Fall da in der Regel auch ans Ziel. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Aber das hier ist wohl auch ein Primer. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie einen Langzeittest aufbauen, vielleicht auch mal sagen, wir machen mal oder probieren andere Beschichtungen auch damit. Also da fällt uns schon was ein. Wir gucken einfach mal, wie es sich schlägt. Wie gesagt, sind jetzt 20 ml. Ich denke, um mal so ein paar Bauteile zur Hälfte zu machen, sollte das funktionieren. Wir gucken einfach mal, wie sie sich schlägt. Also das war jetzt bisher mit dabei. Und das Jadequarz. Jadequarz ist, ich glaube, deren teuerste Beschichtung. Ich glaube, die haben drei. Müssten drei Beschichtungen wohl sein. Das Jadequarz ist wohl die teuerste. Ist mit einer Standzeitgarantie von 5 Jahren angegeben. Gut, also ich sage zu meinen Kunden immer 2 bis 3 Jahre. Das ist so ein bisschen 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre. Ist natürlich alles ein bisschen mutig. Würde ich so an den Kunden nicht weitergeben. Bei mir ist es Maximum, sag mal, 2 bis 3 Jahre. Wenn mich ein Kunde fragt, sage ich meistens 2 bis 3 Jahre. Gut, wir machen jetzt einfach mal kurz auf. Übrigens auch sehr schön. Sieht so ein bisschen, keine Ahnung, quarzmäßig aus. Und vor allem auch hier so mit so einem Magnetflip. Und dann haben wir hier so einen Innenspiegel-Dingsbums mit nicht waschen. Ein Soedetuch, könnte ein bisschen mehr sein, ist jetzt aber wie gesagt nur der erste Eindruck. Ups. Ein Soedetuch, ein Mikrofasertuch, randlos, aber jetzt auch nicht das wertigste. Dann muss ich selber gucken. Miracle Mist. Ja, das ist auch alles, was hier draufsteht. Könnte ein Detailer vielleicht sein. Ich muss es mir nochmal durchlesen. Wie gesagt, ist so eine kleine Sprühflasche einmal mit dabei. Und Waterbased Formula Nachpflegeprodukt. Scheinbar auch nochmal hier eine Sprühflasche, Auftragepad. Dann haben wir hier das Jadequarz. Sind enthalten 50 Milliliter. Und ja, eine Garantiekarte, ein Aufkleber ist hier noch mit drin und so sieht dann die Box in der Gänze aus. Ja, hat was, oder? Nicht schlecht, finde ich schick, sieht gut aus. Was mir persönlich gefällt, ist, dass diese Farbe durch das Gesamt, also im Design so komplett einmal durchgezogen ist. Und wie gesagt, also auch es wirkt nicht billig, es wirkt wertig, es wirkt vom Auftreten her. Und das muss man schon sagen, professionell. Also ich kenne die Marke bisher nur über Instagram. Wie gesagt, habe noch keine Berührungspunkte. Die Politur, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen bisher. Einfache Anwendung, man konnte sie schön lange durchfahren. Hat auf dem Stinger auch sehr gut funktioniert. Und ja, das ist jetzt so der erste Eindruck. Mehr habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Zählt aber zu Neuigkeiten der Woche. Denn wir werden das alles auf jeden Fall auch noch einmal testen. Wir gucken,
wie die Produkte sind. Wollte euch an dieser Stelle aber noch auf jeden Fall mal mitnehmen, weil das ist auch so die Woche über passiert. Ja, ihr seht es, ich habe jetzt eigentlich nicht oder gar nichts groß hier stehen. Der Wagen ist tatsächlich leer. Es liegt daran, dass eine Neuigkeit, die ich eigentlich heute im Video auch noch zeigen wollte, die Woche wahrscheinlich noch kommt, aber es heute nicht mehr geschafft hat und ich es einfach die Rest der Woche nicht mehr packen würde, ein Video zu machen. Viele haben mich schon gefragt, ich habe ungefähr so, ich würde sagen, 10 bis 15 Nachrichten schon bekommen, ob ich im Online-Shop das Infinity Wax Graphene Wax, das neue, mit aufnehme. Daher möchte ich das nur einmal ganz kurz sagen. Ich habe genau ein einziges Wachs bestellt in 50 Milliliter. Da warte ich eigentlich darauf, dass es noch kommt. Denn, wie das bei mir so üblich ist, ich möchte mir das Produkt einmal in Ruhe erst angucken. Wir probieren das, wir testen das. Es wird auch ein Video dazu geben, denke ich, weil ich das Infinity Wax, das neue, relativ spannend finde. Und wenn es was ist, werden wir es in den Shop aufnehmen. Wenn es nichts ist, wird es im Shop nicht erscheinen. Das muss ich an dieser Stelle kurz einmal sagen, weil ich wirklich viele Nachrichten bekommen habe. Es kann sein, dass ich nicht der Erste bin, der es im Shop anbietet. Dafür kann ich aber dann mit Gewissheit sagen, dass das Produkt auch was ist. Denn ich habe bewusst nicht alle Infinity Wax Produkte im Shop gelistet. Denn es gibt einfach Produkte, die haben mich überhaupt nicht überzeugt. Das Primo Wax hat war mit Abstand, zumindest auf meinen Tests, das schlechteste der Infinity Waxe. Und genauso wie der Flugrostentferner zum Beispiel, den ich hier, ich habe einen ganzen Kanister hier, den hatte ich mir mal beim Abverkauf, hatte ich mir den mal geordert, ist der schlechteste Flugrostentferner, den ich je hatte. Das sind einer der Gründe, warum es die Produkte nicht gibt. Also die selektiere ich vorher aus. Genau dasselbe ist es beim Graphene Wax. Ich finde, Graphen ist ein spannendes Thema, aber in der Autopflege ist das Thema einfach, glaube ich, noch nicht so weit. Das Graphen-Coating von Artis Shine ist sehr gut. Die Frage ist halt, liegt es am Graphen oder einfach nur, weil es ein gutes Coating ist? Also es ist nicht schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Und beim Graphen-Wachs, muss ich sagen, gucken wir einfach mal. Denn außer dem Graphen-Coating von Artis Shine konnten wir noch kein anderes Produkt in der Range bisher überzeugen. Deswegen gucken wir uns das vorher an. Also für alle, die gefragt haben, wir gucken es uns erst an. Ich habe gehofft, dass ich es euch heute in dem Video schon zeigen kann, dass die Box vorher kommt. Aber ich sage es euch mit dem Brexit und so, das dauert aus England mittlerweile alles ein bisschen länger. Und ja, was will man machen? Aber wie gesagt, das Video wird kommen. Wenn es ein vernünftiges Produkt ist, nehme ich es im Shop auf. Wenn es meines Erachtens nach scheiße ist, auf gut Deutsch, oder den Leistung und Geld das Verhältnis nicht stimmt, werde ich es im Shop nicht aufnehmen. Ist dann halt eben einfach so. Aber so ist das nun mal. Gut, noch eine kleine Neuigkeit jetzt danach, weil das, was jetzt kommt, ist eine der Fragen, die ich unendlich oft gestellt bekommen habe. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Und da sind wir wieder. Und ja, Neuigkeit der Woche ist das hier. Ihr kennt das alle, diesen schwarzen Eimer ist eines meiner Lieblingsprodukte in der Vorreinigung und Lieblingsprodukte, wenn es darum geht, eine Maintenance-Wäsche bei Kunden zu machen und einfach die Beschichtung wieder reinzukriegen. Es ist das Touchless und Pre-Wash-Pulver von Surfaces. Vielen war dieser 5-Liter-Eimer, und das verstehe ich auch, war einfach zu viel. Ist im Prinzip dasselbe, wie wenn ich jeden anderen Reiniger nur im 5-Liter Gebinde bekomme. Und das als Hochkonzentrat ist für den Privatanwender natürlich schwierig. Bin ich ganz ehrlich, ist schwierig. Ich hatte bei mir im Shop, habe ich die 45 Gramm Dosen nicht. Also für mich macht nur dieser 5 Kilo Eimer wirklich Sinn. Dieser 45 Gramm Dinger ist halt wirklich nur eine Anwendung und fertig. Es ist aber endlich soweit. Ab Stand heute oder so, wenn dieses Video irgendwann mal online geht, gibt es dieses Pulver endlich in einem 1-Kilo-Eimer. Also wirklich für jeden ist, ich sag mal, die richtige Größe, wo auch ein Privatanwender problemlos verarbeiten kann, anwenden kann, wie auch immer. Mischungsverhältnis ist halt wirklich super sparsam. Ich mache meistens so auf einen Liter 60 Gramm rein, mische das mit warmem Wasser, löse das Pulver auf und verwende das dann. Das Pulver ist hervorragend. Es ist, wie soll ich sagen, pH-Wert 10,7. Nicht zu stark, nicht zu aggressiv. Und
was dieses Pulver extrem gut kann, außer dass es eine gute Reinigungsleistung hat. Wenn ihr Beschichtungen habt, wo relativ tot aussehen, probiert dieses Pulver mal. Macht das Auto sauber und wendet es danach nochmal an. Also, dass das Produkt wirklich Kontakt mit der Keramikbeschichtung bekommt. Und ihr werdet sehen, dass in der Regel das Pulver die Beschichtung wieder so sauber bekommt, dass es wirklich wieder sehr schön hydrophobiert. Hydrophob wird, also schöne Wasserperlen entstehen. Also nehme ich persönlich auch sehr gern für die Maintenance-Wäsche mit her. Einfach einsprühen, 3 bis 4 Minuten wirken lassen, abkerchern. Wie gesagt, endlich im Kilogebinde ist eine Größe, wo ich sage, ist für jeden eine schöne Geschichte, kann jeder anwenden. Genau, und ist Stand heute, wenn das Video wahrscheinlich erscheint. Ich warte aktuell, jetzt, wo ich das Video aufnehme, noch auf die Lieferung. Aber ich denke, wenn das Video jetzt dann online geht, ist das Pulver endlich im Shop erhältlich für 1 Kilo. Also wirklich eine Größe, wo man sagt, da kann man mal auch als privater Verwender 1 Jahr lang sein Auto mit waschen. Und man braucht nicht viel. Es reicht für, ich glaube, keine Ahnung, 20 Anwendungen. Das ist halt schon geil. Gut, das war's mit Neuigkeiten der Woche. Es ist noch ein bisschen viel Spannendes geplant. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, kann ich ja ganz kurz anschneiden. Also ich befinde mich schon so weit wieder, dass ich sage, ich fange jetzt mit den Planungen für den Weihnachtsmarkt so langsam wieder an. Sprich, ich bin jetzt gerade dabei, eine neue Location zu suchen. Größer, 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 weil ich gehe davon aus, dass einfach mehr Leute kommen. Werde euch, sobald es da aber weitergeht, wieder auf den Laufenden halten. Ich hoffe, das Thema Corona dieses Jahr so weit abgeschlossen ist, dass wir wieder mit Workshops und eben mit dem Weihnachtsmarkt anfangen können. Ich habe relativ viel geplant, auch veranstaltungsmäßig. Wenn es mal irgendwann alles wieder normal und rund läuft, ist auch mehr geplant als nur Workshops und Weihnachtsmarkt. Also da wird, denke ich, dann die nächsten Jahre wirklich was geboten sein. Ich habe schon wirklich ein paar richtig coole Ideen. Funktioniert allerdings in der Corona-Situation nicht. Also da möchte ich euch auch ein bisschen mitnehmen. Es wird so ein großes gemeinsames Ding, dass wir uns alle mal ein bisschen kennenlernen. Tagelang, den ganzen Tag lang nur über Detailing schnacken, labern, ein bisschen Burger essen, ein bisschen Cola trinken, ein bisschen labern, einfach mal Spaß haben. Das ist so ein bisschen das Ziel und natürlich auch der Weihnachtsmarkt, wo einfach ganz, ganz viele verrückte Autopflege-Fanatiker wie wir auf einem Haufen zusammen sind und einfach mal einen geilen Tag miteinander verbringen. Und wie gesagt, sobald die Corona-Situation entspannter ist, denke ich, ist das alles wieder realisierbar. Wollte euch aber nur mitteilen, dass ich da, wie gesagt, jetzt in der Planung so langsam anfange, wo ich sagen kann, sollte es möglich sein, dann kann man es umsetzen. Wenn ich es absagen muss, tut es aber nicht so weh. Also wie gesagt, so ein gesundes Mittelding. Also, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt am Ball, freut euch auf das Video zum Stinger oder die Videos. Es sind doch einige jetzt geworden. Und in diesem Sinne sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.